Wir stehen hier in Verl vor der weltweit allerersten mit dem MX-System ausgestatteten Maschine, die schaltschranklos ist. Ludger, erzähl mal, was habt ihr hier mit dem MX-System gemacht? Wir haben hier eine Profilbearbeitungsmaschine mit dem MX-System ausgestattet. Wir als Schirmer bauen ja modulare Maschinen. Das heißt, aus weitgehend standardisierten Modulen bilden wir kundenspezifische Produktionslösungen. Und wir haben bei dieser Maschine, das ist eine Messemaschine, die wir auf der Fensterbaufrontale ausgestattet haben, sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem System gesammelt. Okay, was für Erfahrungen habt ihr denn gesammelt? Seht ihr irgendwelche Vorteile vielleicht schon ganz am Anfang bei der Projektierung oder hat sich das erst später ergeben? Ja, wir sehen als erstes mal Vorteile in unserer eigenen Prozesskette. Ja. Zwischen Engineering und Installation der Maschine vergeht quasi keine Zeit, weil wir keinen Schaltschrank mehr bauen müssen. Ja. Wir bilden aus weitgehend standardisierten Modulen eine kundenspezifische Linie. Wir stehen hier vor so einem Modul. Und das ist also ein Bearbeitungsmodul, da wird gebohrt und gefräst. Ja. Und wir haben also diese Baseplates direkt am Modul montiert. Das heißt, es ist auch nicht Teil der Schutzhaube, sondern Teil des Moduls. Ja. Wir konnten dadurch die komplette Installation des Moduls schon in der Vormontage vornehmen. Und wir versprechen uns auch davon, dass wir zum Beispiel erst den Betriebnahmeschritte schon in der Vormontage machen. Das hat für uns einen sehr, sehr hohen Einfluss, einen guten Einfluss auf unsere innerbetriebliche Prozesskette. Ja, also wurde hier das MX-System quasi schon so ein bisschen eins mit der Maschine, direkt von Anfang an mit eingeplant? Ja, ganz genau. Also wir haben das auch konstruktiv mit eingeplant, also wie das räumlich angeordnet ist. Kabelwege wurden mitgeplant. Ja. Dann eben wirklich als Teil des Modules dann auch installiert, was wir bisher so nicht gemacht haben. Wir haben die Installation heute in der Vergangenheit oder bis heute immer an der Gesamtlinie dann vorgenommen. Ja. Und hier konnten wir diesen Prozessschritt also vorziehen. Okay, also du siehst auf jeden Fall Vorteile ganz am Anfang bei der Projektierung und auch bei euren Prozessschritten, die ihr so habt. Genau, in der Projektierung natürlich haben wir auch einen riesen Vorteil. Denn zwischen der Elektroplanung und der Installation vergeht quasi keine Zeit. Der Schaltschrank muss ja nicht gebaut werden. Ja. Und wir sparen dadurch natürlich auch wirklich Zeit im Durchlauf der Maschinen, in der Realisierung. Ja. Siehst du denn auch Vorteile für eure Endkunden, also die Nutzer der Maschine? Ich weiß, die geht jetzt nicht zum Kunden, aber siehst du da auch irgendwas, was der Endkunde dann, was für den Endkunden von Vorteil wäre? Ja, erstmal haben wir selbst Vorteile beim Endkunden. Ja. Also zum Beispiel die Reinstallation beim Kunden geht viel schneller. Wir haben das auf der Fensterbaumesse auch gesehen, die Maschine, die wir also schnell aufgestellt und schnell wieder in Betrieb genommen. Wir haben auch den Vorteil, dass wir kein Fachpersonal mehr fürs Anklemmen der Maschine schicken müssen. Das ist alles steckbar, das können im Prinzip unsere Mechaniker miterledigen und dadurch sparen wir natürlich auch Kosten. Ja, klasse. Ja, schön. Das und Endkundenvorteile natürlich sind da, also der Kunde profitiert davon, dass wir keine Schaltschränke mehr platzieren müssen, er hat also einen Platzgewinn. Wir sehen, dass also die Anzahl der unterschiedlichen Ersatzteile deutlich reduziert ist. Also ein Ersatzkunde sollte ja auch Ersatzteile bevorraten. Wir haben uns auch zeigen lassen, das System hat also auch sehr, sehr gute Diagnosemöglichkeiten. Also wir sehen so im After-Sales und im Service, Maintenance natürlich viele Vorteile eben auch auf der Kundenseite. Also wirklich Vorteile von Anbeginn der Projektierung bis zur Diagnose, zur Instandhaltung der Maschine. Ganz genau. Ja, wow, okay, klasse. Das freut uns natürlich sehr, das zu hören. Vielleicht plauderst du mal noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Schirmer jetzt die erste Maschine mit dem MX-System hier gebaut hat? Wir haben das online gesehen auf der letzten Hannover-Messe. Und haben dann gleich Kontakt zum Produktmanagement bei Beckhoff aufgenommen und haben gesagt, das ist was für uns, das brauchen wir. Und wir sind dann ganz schnell zu dem Punkt gekommen, dass wir eine erste Maschine damit realisieren möchten. Ja, klasse, schön. Vielen Dank für deine Meinung und deine Sicht auf eure erste Maschine mit dem MX-System. Sehr gerne. Danke, Ludger.